Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Commander Keen Teil 9. Ich bin ziemlich wieder ein bisschen verschusselt drauf, denn ich habe, wie man sich das so denken kann, wieder lange kein Commander Keen mehr gespielt. Und ich weiß nur noch, dass wir so ein bisschen rumprobieren mussten in Bezug auf... auf diesen Durchgang hier. Denn ich weiß nur noch... Genau. Dass wir auf jeden Fall hier hin müssen. Hier nach links. Weil wir hier etwas Interessantes zum Öffnen haben. Oh Gott, das wird wieder mal ein bisschen lalala. Genau das meinte ich. Hier. Denn das wird hier wieder Einfluss auf die Parallelwelt so gesehen haben. Ich aber und meine Koordinationsskills, die funktionieren gerade nicht so, wie sie sollten. Okay. Habe ich das gerade ein- oder ausgemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal auf dem Weg zurück und überprüfe, ob das jetzt irgendeinen Einfluss... Oh nein, ich muss das nochmal machen. Okay, das muss ausgeschalten werden. Das merke ich mir mal zumindest. Das müsste hier genau mit einem stinknormalen Jump zu erledigen sein. So. Und jetzt sind wir hier wieder auf dem Weg zurück. Genau hier hin. Okay, gut. Zumindest lebe ich noch. Scheint wohl nicht alles so eine Todesfalle zu sein. Genau. Und jetzt haben wir das hier... Nee, oder? Okay. Ich denke, wir müssen... Das war knapp. Ich denke, wir müssen wieder zurück. Weil das wiederum irgendwas mit dem anderen Teil macht. Und zwar hier, genau. Eigentlich eine ziemlich coole Idee, muss ich sagen. Genau, das wird jetzt hier geöffnet. Wollt ihr mich verarschen? Was fehlt mir hier denn? Es fehlt mir eine Keycard. Und die ist jetzt... Wo? Hatten wir die schon? Ich bin gerade ziemlich verwirrt und ich bin gerade extremst am Denken. Und das ist... Bah! Ach, hier bin ich. Hier hinten war nichts. Ja, ich gucke gerade und versuche mich hier gerade so ein bisschen zu orientieren. Habe ich irgendeinen Key? Ja, ich habe einen gelben Key. Wo war der wieder? Das, da, genau das ist doch das Problem, was ich die ganze Zeit habe, wenn ich Keen... ja. Ach, da ist die Keycard. Wenn ich Keen immer so
stückchenweise spiele, dass ich am Ende nicht mehr weiß, wo was gewesen ist. Und hier bin ich nun wieder mal an dem Punkt, wo es nun mal so ist. Wir haben den gelben Key und ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss mir das wirklich abgewöhnen, so schrittchenweise zu spielen, weil das funktioniert bei mir nicht. Das geht nicht. Das geht eventuell in anderen Spielen, aber bei Keen auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Ich muss jetzt wieder die ganze Welt absuchen. Ich habe mir zwar meine Parts so ein bisschen angesehen. Aber viel kann ich dazu nicht sagen. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich versuche das jetzt gerade so richtig schlimm herauszuprovozieren. Und das muss nicht unbedingt immer klappen. Eigentlich nie. Okay, was hatten wir hier? Einen gestunten Crodeshian. Auch so einen Typen? Sehr ruhig. Okay, hier oben... Ich muss alles wieder absuchen. Tut mir leid, ich muss alles wieder absuchen. Hier ist der rote Key und da ist die Keycard. Also nicht der rote Key, aber die rote Schnittstelle. So, das bedeutet, hier in dieser Abteilung kann ich absolut nichts machen. Ach, da oben ist ein Secret. Okay. Das bedeutet, es muss dann anscheinend hier irgendwie weitergehen. Ich speichere hier mal ab, einfach weil ich keine... Einfach nur selbst wegen diesem Grund hier. Aha. Das hatten wir doch, oder? Das hatten wir. Gut, gut. Es hat zumindest nicht allzu lange gedauert. Sehr ruhig. Um das hier jetzt zu lösen. Wir sind wieder nicht da, wo ich sein soll. Zumindest ich bin nicht da, wo ich sein soll. Formulieren wir es mal so. Genau. Ihr müsst mir diese unterschwellige Ruhe... verzeihen. Das passiert immer, wenn ich versuche, sehr ziemlich nachzudenken. Okay. Okay, gut. Baparam, baram, babam. Alles gut. Hier hätten wir jetzt den Shortcut. Oder auch nicht. Das ist kein Shortcut. Ich dachte, es würde mich gleich dort nach oben bringen, wo ich sein soll. Aber dem ist auch nicht so. Aber hier. Safe. Bin ich jetzt, wo ich sein soll? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Und Level geschafft. Nach fast 10 Minuten. Um Himmels Willen. Also, wohin soll es nun gehen? Ich weiß es nicht. Hier hätten wir alle Level nun geschafft. Deswegen kann ich mich hier ja mal verkrümeln. Ich weiß auch, dass nicht allzu viel noch übrig geblieben ist. Gut, das hätten wir jetzt auch. Hier gibt es nichts für uns mehr zu entdecken. Hier... Oh, Mann. Hier hätten wir auch alles erledigt. Somit frage ich mich ganz im Ernst, wo es hier noch irgendwie weitergehen könnte. Okay, das hätten wir auch. Links oben ist auch erledigt.
Wie sieht es mit rechts oben aus? Okay, rechts oben noch nicht. Okay. Elevator Access irgendwas. Gut, das gefällt mir eventuell. Elevator irgendwas. Sehr professionell, wie immer. Und jetzt gucken wir uns mal das Level an. Die Musik ist mal schon lustig. Wer bist du? Lieutenant Barker says, beware of the Crodation Overlords. Overlords. Ich treffe doch gleich den Schlag. Das ist ein Overlord. Anscheinend. Hier gibt's eine Switch. Ich... Bam! Ich wollte dort nach unten. Eigentlich nicht. Ja. Ja, wir müssen vor denen jetzt ein bisschen aufpassen. Die sind ein bisschen schlimmer als alles andere, was wir kennen. Tu sehr ruhig. Du bist auch nur ein naiver Sklave, der einfach seiner Königin folgt, egal ob sie ihm recht liegt oder... Oh! Was spawnt das Teil einfach irgendwo? Oh! Sehr ruhig. Einfach Panik schenden, sag mal. Okay. Wupp, 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 wupp. Aha. Nein. What? Was spawnst du hier die ganze Zeit? Such dir andere Hobbys. Ich wollte dort ganz da oben einfach aus Jux und Laune. Ist dieses Crodation irgendwas, Königsbumstel, irgendwas? So eine Nachmache vom Robo. Roborette? Baguette? Hier ist also der gelbe Durchgang. Gut, bevor wir aber dahin können. Ich habe vergessen. Ich habe etwas vergessen. Und zwar diesen Key hier mal zu holen. Ja. Du weißt natürlich schon, wo ich überhaupt hin will und hin möchte und hin muss. Ja, verbiss dich. Das war nicht hier. Ah, Moment. Da ist der gelbe Key. Was für ein schönes Secret. Okay. Hier wird mal abgespeichert. Das ist alles zu fies für mich. Alles zu viel auf einmal. Ich hab diesen Durchgang hier jetzt nicht gesehen. Das Teil kann man nicht anschießen, oder? Ah, ein Moment. Oh. Wie wär's denn mal mit nach oben, Kien? Was? Ein roter Key. Okay. Ein roter Key. Oh, was? Wurlum. Ich bin tot. Na, mei.
Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Oben, eventuell oben. Oben gab es einen... War das hier? Ne, hier gab es nur den Key. Okay, nee, nee, nee. Hier irgendwo... Genau hier. Aha. Was habe ich jetzt damit gemacht? Was ist das? Ein komisches Zeichen. Habe ich das jetzt aus- oder angemacht? Ich weiß es nicht. Das werde ich ja gleich wahrscheinlich wissen. Nein, oder? Ich muss hier wieder zurück? Ja, natürlich muss ich zurück. Dort hinten ist doch irgendwo der gelbe Key. Sei ruhig. Dich will kein Schwein. Ich muss wieder hier hin. Okay. Naja, so schwer ist das jetzt ganz jetzt nicht. Ich habe hier nichts anderes zu tun. Und schaff's trotzdem nicht. Und die Königin ist nicht mal da. Und trotzdem packe ich mein Leben gerade nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Okidoki, die Schnepfe ist nicht da, also kann ich mich verpissen. So, und hier speichere ich mal wieder ab, weil die taucht doch gleich, ja, da ist sie schon, mit ihren tollen Haaren. Bum, bada, bum. Bada, bada. Wo bin ich denn jetzt? Ist das gesund? Wo war die komische Stelle? Die war doch da oben. Wie viele? Nein! Wie viele sind denn da? Was zum... Wow! Das war... Das war absolute Unfairigkeit. Ich bin toll Deutsch. Wären die Schüsse jetzt hier gekommen, wäre ich tot. Nee, okay, ich höre schon auf mit dem Laden, weil ich übertreibe hier mit dem Laden maßlos. Nein. Ich wollte eigentlich springen. Ja, wollte, hätte, sollte, müsste. Ja, was? Spawnen? Weißt, spawnen kannst du dir woanders, ja? Spawnen kannst du dir wirklich mal woanders, du dämliche Schnepfe. Jetzt mal ganz im Ernst. Nonstop ist hier... Ich wollte eigentlich nicht mal hin.
Jetzt! Um Himmels Willen! Aber wisst ihr was? Eine gute Sache gibt es hier, denn ich bin... Was? Wo ist die Plattform dahin? Ich habe kein Problem jetzt gerade damit, hier zu laden und abzuspeichern, aber ich werde... Da ist ein Schalter. Aber ich werde hier an dieser Stelle mal, den Part beenden. Nicht nur, weil ich psychisch am Ende bin, sondern weil einfach, die Zeit zu knapp ist. Und ihr mehr von dem hier auch jetzt nicht sehen könnt, denn ich muss euch vor weiteren eventuell mentalen Schäden bewahren. Und deswegen werde ich mich an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!